Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Jesus sagt zu den Jüngern, hört gut zu, was ich euch sage. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert. Die Jünger aber verstanden nicht den Sinn dieses Wortes. Wir hätten den Sinn sofort verstanden. Warum? Weil wir wissen, was mit Jesus geschehen ist, bei seinem Leiden, bei seinem Sterben, wie die Menschen ihn behandelt haben. Liebe Brüder und Schwestern, verstehen wir wirklich noch den tieferen Sinn dieses Wortes? Jesus wird auch in unsere Hände, in unser Herz ausgeliefert und er schenkt sich uns. Aber wie werden wir mit ihm umgehen? Im Erstkommunionunterricht bei der Katechese hat man uns gelehrt, mit sauberen Händen zur Erstkommunion zu kommen. In den letzten Jahrzehnten hat man den Kindern wenig gelehrt, mit einem sauberen Herzen zu Jesus zu kommen. Auch Beichte wurde nicht mehr angeboten oder vorgeschlagen als Vorbereitung zur Erstkommunion. Und wir als Erwachsene, ist unser Herz rein oder ist nur unser Äußeres rein? Ist unser Herz bereit, um Jesus, den ganz Reinen, aufzunehmen, damit er in uns sein Werk tun kann, damit er sich noch tiefer mit uns verbinden kann? Auf die Fürsprache Mariens und ihres reinen, unbefleckten Herzens möge der Herr uns die Gnade eines reinen Herzens schenken. Mögen wir das Sakrament der Versöhnung, der Buße, der Beichte neu entdecken, um Jesus eine würdige Wohnung zu bereiten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns allen einen gesegneten Tag.